Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Delicious 2. Ich habe mich nicht getraut, schon weiter zu drücken, falls irgendwas passiert. Ja, aber jetzt seid ihr ja wieder mit dabei. Ich glaube, wir haben jetzt genug Geld, Onkel Antonio. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn du das Bistro wieder öffnest, kann der Stand weg. Ich kümmere mich sofort darum, das Bistro wird morgen wieder öffnen. Neue Trophäe. Marmoreis. Schließ alle Tage von der Park ab. Der Park. Die Trophäe ist jetzt in deiner Trophäensammlung. Szenario freigeschaltet. Der Park ist jetzt in der zufriedene Kunde verfügbar. Das Expert. Wollen wir uns das mal angucken? Und hier will ich auch mal reingucken. Alles schließe alle Tage von das Bistro. Ja, okay. Mhm. Ja, das will ich gar nicht. Gucken wir mal hier rein. Es ist Urlaubszeit und die. Da irgendwas. Ist dann. Schalten wir da. Was für ein herrliches Wetter. Alle schlendern mit einem Lächeln auf dem Gesicht durch den Park. Ich würde sagen, wir spielen das jetzt einfach mal. Halte alle Kunden bei Laune. Wenn drei oder mehr Kunden gehen, ist es vorbei. Okay. Wollten wir ja eigentlich hinkriegen. Boah, und das Ganze gibt es dann auch noch als, Experte. Aber die Zeit läuft ziemlich schnell. Vielleicht ist das so ein Never-Ending-Day-Ding. Ah, tatsächlich. Okay. Müssen wir uns einfach ein bisschen beeilen, dann kriegen wir das schon hin. Und wir haben ja Hilfe, das ist ganz gut. Das ist wirklich ganz gut. Schön hier. Halt mir. Gut, und ich muss vielleicht nicht darauf achten, Kombo-Kunden zu machen. Das ist auch gut. Das ist gut. Dir noch mal was vorgespielt, damit sie gute Laune haben. Boah. Nicht cool, dass es diesen Modus gibt, diesen praktisch unendlich Modus. Thank you.
Das hat was. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so fürs Let's Play. Ist halt auch die Frage, gibt das jetzt. Müssen wir bis Tag 10 beispielsweise durchhalten? Keine Ahnung, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal. Dann sehen wir es. Dann sehen wir schon, was passiert. Muss ich mal eben pusten. Fertig abkassieren. Bin noch sauber machen. Abkassieren. Oder müssen wir. Nee, aber hier steht nur. Ziel ist, dass keiner böse geht. Aber das könnte man ja unendlich spielen bis Tag 100 oder sonst was. Das Schau. Okay, wir müssen auf jeden Fall alle bei Laune halten. Ich weiß gar nicht, was. Mama. Der Eis und Timber. Warte. Das und trinken. Ich brauche. Praktisch den Ziggy brauche ich gar nicht losschicken. Die sind ja schon alle auf Herzchen. Und so anstrengend ist das jetzt eigentlich auch noch nicht. Ja, der hatte sich jetzt einfach blöd in die Schlange gestellt. Deswegen war das mir wichtig, dass er noch mal kurz unterhalten wird, falls das Herzchen droppen sollte. Das will ich ja nicht. Eis. Eine Cola. Die werden auch gleich aufspringen, denke ich.
Oh, mein Tablett ist hier auch. Oh. Trinkgeldmagnet. Okay, cool. Omi brauche ich noch ein bisschen. Fliegt mir da irgend so ein Vieh ins Gesicht. Och, Omi hasst es jetzt dann. Nice, eine Limo. Ja doch, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich 10 Tage sind. Ich glaube, es war eine Mini-Mücke. Mini-Mücke. Kinder wissen immer recht schnell, was sie wollen. Können wir zusammen bezahlen lassen? Ja. Das Eis. So. Sag ein Kind mal mit Senf. Ungewöhnlich. Gab es wahrscheinlich schon öfter und mir ist das nicht aufgefallen. Wäre ja, typisch. Ja, doch, jetzt merke ich langsam. Ja, jetzt ist natürlich nichts, aber gerade schon. Vielleicht hätte ich die auch zusammen ziehen können. Aber mir ist es lieber an der Kasse immer schon die Leute direkt wegzukassieren. Oder halt einen Laufkunden und einen Sitzgast, sag ich mal, abzukassieren. Ein bisschen konzentrieren. Jetzt geht's langsam los. Ich. Und sie sollen glücklich bleiben. Kein Herzchen mehr. Naja, schön die Herzchen behalten, ne? Ich glaube, Kinder sind auch ungeduldiger als Erwachsene. Ich bin mir jetzt nicht. Für alle Fälle. Eis. Ich würde auch gerne in den Park gehen und Eis essen. Heute ist so schönes Wetter. Es gibt keinen Park.
Eis. Und eigentlich auch kein Park. Wird vermutlich noch echt schwer. Oh, das war jetzt dämlich. Zweimal hintereinander, das ist selten dämlich, aber okay. Mann, Vieh, geh mir aus dem Gesicht. Okay, jetzt wird's knackig. Entschuldigung, war geklaut. Auch gleich aufstehen. Sag ich ja. Er stellt sich leider bei falscher Stelle an. Okay, jetzt wird's doch ein bisschen kleines bisschen heftig, zeitweise. Okay, es geht noch, es geht. Okay, doch, haben wir hinbekommen. Alles gut. Welcher Tag haben wir denn jetzt? 9? Oh. Hä? Geh den Tisch abputzen. Den auch. So, die bestellt noch.
Das war ein Ansturm. Das war jetzt... Aber wir haben es ja geschafft. Was ist heute mit Tag 10 nicht auf? Gott. Oh Gott, bitte. Gib das doch hin. Was ist los mit dir? Dahin, hier, das. Oh Gott, jetzt wird das knackig. Krass. Oh, ich werde das nicht lange durchhalten. Wer braucht die zu lange? Popcorn kriegen sie geräumt. Nein, ich habe ein Eis vergessen. Boah. Boah, ich komme nicht mehr hinterher. Entschuldigung, dass ich jetzt so leise war, aber ich muss mich hart konzentrieren. Das gibt's ja nicht. Das ist unglaublich gerade. Vor allem, wie lange die schon warten müssen. Ich brauche endlich lang. Okay, die geht gleich. Nein, nein. Nein, 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 alles gut. Alles gut. Ich schaff das, ich schaff das. Ich muss mich nur... Oh Gott. Ja.
Die Schlange wird immer länger. Oh mein Gott, ich krieg es nicht hin. Okay, eine Cola. Das, das und Eis und dann die hier. Ja, was soll ich denn machen? Das ist einfach zu viel. Gleich ist vorbei. Gleich kann ich nichts mehr machen. Ja, das war's. 19 Tage alt. Weltschaufeln verdienen wenigstens. Bla bla. Okay. Puh. Alter Schwede. Das war heftig. Wow. Und ich habe auch echt lang gebraucht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge ein bisschen erholter. Das war gerade... Nein, das geht nicht. Krass. Lasst mir einen Daumen nach unten, oben, rechts, links da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tudelu.